Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Immer häufiger können Reisende von zwerchfellerschütternden Übersetzungen berichten. Da werden wortreich Sehenswürdigkeiten gepriesen und lokale Spezialitäten erklärt, in einem Deutsch, das auch die humorlosesten Menschen umhaut. Wetten, dass auch Sie in den nächsten 3 Minuten ein paar Mal herzhaft lachen werden? Paris, die Stadt der Liebe. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Schifffahrten auf der Seine. In Prospekten werden diese angepriesen, zum Amüsement der Touristen, in nicht ganz perfektem Deutsch. Nur schlagen Ihnen vor, Ihre Gäste an Bord einzuschiffen eines Schiffes, das besonders für Ihre Unternehmensabende gechartert wurde. Es ist ein echtes Schauspiel, an dem wir Sie für eine gierige und musikalische Kreuzfahrt am Faden des Wassers und der Brücken von Paris auffordern. Ein Abend, der völlig dem Lied gewidmet ist und der durch Spiele rhythmisiert wurde, die von Gary geleitet wurden. Die besten Teams werden sich sehen, Geschenke verschieben. Sofort verständlich, was gemeint ist. Jawohl, herrlich. Die Übersetzungsfehler aus Paris sind bei weitem kein Einzelfall. Wenn's um Essen geht, versteht man als deutschsprachiger Tourist im Ausland oft nur Bahnhof. Auf einer spanischen Speisekarte zum Beispiel findet man unter anderem tapfere Kartoffeln, Würste der Hölle und sogar Sattelschlepper. Im neuen Buch Übersetzungen, Sprachpannen aus aller Welt von Langenscheid findet sich eine ganze Sammlung solcher Fehler. Auch die Übersetzerin Lisa Kienast muss im Ausland oft schmunzeln. Wie kommt es zu den komischen Übersetzungen? Also einen grossen Teil verdankt man sicher gratis Übersetzungstools im Internet. Die eignen sich sehr gut für Leute, die schnell etwas übersetzt haben wollen. Man kann einfach reinklicken, kann seinen Text eingeben und dann kommt das übersetzt wieder retour. Die Frage ist einfach, wie. Das stürmische Meer, auf Französisch Mer agité, wird auf einer Warnung zum geschüttelten Meer. Man nimmt einfach die erstbeste Übersetzung. Oft wird Wort für Wort übersetzt. Heraus kommt ein Satz, der keinen Sinn mehr macht. Bitte macht, um Papiere in die Toilette wegzuwerfen, nicht. Ich bin in Gefahr, nicht zu geschehen. Auch in Rom können Touristen ein Lied davon singen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Am Bankomaten sollen sie eine Behebung tätigen. Und wollen sie die Schönheiten Roms besichtigen, können sie dies auf einer Stadtführung tun. Mit dem Rotlichtmilieu hat dies allerdings nichts zu tun. Auch in der Türkei ist man vor Übersetzungsfehlern nicht gefeit. Beim ursprünglich türkischen Rezept von Artischockensalat hat man zuerst auf Englisch übersetzt. Artichoke Salad. Dann wurde Silbe für Silbe auf Deutsch übersetzt. Art wie Kunst, Choke wie erwürgen, dazwischen noch ein I. Fertig ist der Kunst-Tee-Erwürgt-Salat. Nicht vergessen, eine Rakete beizugeben. En guter. Ja, und nach dem Meteo folgt der Club zum Thema Schulden. Wir verabschieden uns von heute für Ihnen und wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen.